Hallo und herzlich willkommen zu Skyrim. Ja, Serano und ich, wir kämpfen uns hier weiter durchs vergessene Tal. Wir haben mittlerweile 4 Glanzstücke. 2 Falmer-Bücher von 3. Oder 4. Weiß ich nicht. Gibt es 4 oder 3? Keine Ahnung. Werden wir rauskriegen. Band 1 und Band 3. Ich weiß es nicht. Kann auch sein, dass es 4 Bücher gibt. Kalle. Was mich gerade wundert, ist, dass ich offensichtlich wirklich die 2000 Pfeile, die ich mal irgendwann geschmiedet habe, bald weggeschossen habe. Ah ne, gibt 4 Bücher. Egal. Ein dädrischer Plattenhelm. Das ist die Kackrutsche hier. Wusste ich doch, dass ich etwas gehört habe. Entspann dich, Serana, die Situation ist schon geklärt. Da ist ja noch so ein Ekelding. Wer ist da? Ach, Mist. Schäbige Chitin. Da hast du schon wieder so einen Flügler da wiederbelebt. So, ansonsten ist hier aber auch nichts. Bist mir im Weg, geh weg. Ein bisschen Quecksilber klöppeln.
finde die Musiker hier richtig episch. Aufpassen. Woher seid ihr gekommen? Das wird doch eine Lehre sein. Vielleicht. Lecker Kaffee. Ja, guck an, Serana, der letzte Prälat. Und schönes Wetter. Guten Tag. Ihr habt den Weg Schrein des Glanzes gefunden, Initiat. Seid ihr bereit, die Mantrin von Auriel zu ehren und seine Erleuchtung zu empfangen? Das will ich wohl meinen. Möge Auriels Segen euch auf dem steilen Weg zum Allerheiligsten und der vollkommenen Erleuchtung beschützen. Ast rein. So, noch mal ein bisschen Wasser shoppen. Dann noch mal hier die Falmas ausrauben. Den geht's aber nicht schlecht hier, den Falmer. Naja, der. An Schmetterlinge. Ist es so hell. Ich weiß nicht, wie ihr das ertragen könnt. Ganz einfach, jammer nicht so wie du. Na, komm her, ich will sie haben. Ach, scheiß drauf. Scheiß drauf. Gut. Ah. Herrlich. Geht nix.
Zack. Kein Geheimnis. Ist klar, ne? Ich muss gucken, was da bei dem Torbogen hier ist, ne? Guck mal. Er hat hier eine Krone auf. Oder auch nicht. Ist so eine Krone, ne? Ich kann da nur die Dinger rauspicken. Na egal. Der Schneeelf. Oder Auriel? Oder wer ist das? Ist keine Tür. Zackeluguck. Und da läuft es. Ich hätte es doch gleich da reinschütten können, oder? Wow. Grünes Licht. Heiligtum. Sind im Eis eingefroren. Cool, ne? Ich frage mich, wie lange sie schon in diesem Zustand ausharren. Und ich hielt schon diese Hirngruft für gruselig. Ich wusste es. Kein Bock. Die haben nichts in der Kralle. Auch kein Bock. Hast du Bock? Wer ist denn? Ah!
sein. Weiß ich nicht, ob denn das eine Lehre ist. So, haben wir jetzt alle? Denke schon, ne? Voll nett, Serana, dass du wieder Licht anmachst. Bisschen Tant. Elfenpfeile. Klotzkopf. Und das Rubinglanzstück. Damit haben wir sie alle zusammen. Mal, kann ich einen von euch? Dieser Zauber ist nutzlos, Serana. Wehe, du ziehst die Flasche weg. Oder wird es da drin bleiben? Haben wir das? Komm raus da. Ich glaube, es hackt. Bist du ihn jetzt einfach weggesprengt? Was hast du hier? Lähmen. Den kannte ich jetzt auch noch nicht, den Zauber. Ja, toll. Jetzt will er wieder nicht. Find ihr wieder dädrische Rüstungen ohne Ende.
Glaubst du echt, Todesstrafen sind so lehrreich? Tyranner? Auch gerne mal hinter eine Kiste gucken. Oh, hast gesehen, ist er gestolpert. Auriels Kapelle. Mache ich doch dann mal hier. Ja, gucke mal an, wer da doof rumsitzt. Warte. Dann rufe ich mir einen Kumpel. Ihr seid hergekommen und denkt, ihr könnt Auriels Bogen einfach so mitnehmen? Nee. Ihr habt genau das getan, was ich erwartet habe und eure bezaubernde Gefährtin mitgebracht. Ehrlich? Moment, redet er von mir? Offensichtlich. Was für euch leider bedeutet, dass ihr nicht länger gebraucht werdet. Wer ist da? War jetzt nicht so beeindruckend. Ziemlich beeindruckend, aber leider vergeblich. Ihr zögert nur euren eigenen Tod hinaus. Vorsicht, er lässt die Decke einstürzen. Echt? Stürzt jetzt ein? Wer ist da? Alter! Jetzt fangen sie an, mal so ein bisschen rein zu deppern. Ich lasse nicht zu, dass ihr jahrhundertelange Vorbereitungen zunichte macht. Er geht auf und überlasst uns den Hof. Geht es euch gut? Los, wir können das schaffen. Ich weiß, dass wir es können. Ja klar, wir haben. Er ist dort oben auf der Galerie. Kommt schon. Hör mal, den Kleinen, den machen wir fertig.
Guck mal, der ist ja schon verwundet. Guck ihn dir an. Genug, Virtor. Gebt uns den Bogen. Wie könnt ihr es wagen? Ich war Auriels Erzkurator, Mädchen. Meine Stimme fand bei den Göttern Gehör. Bis die Betrogenen euch korrumpierten. Ja, ja, wir haben diese traurige Geschichte schon gehört. Jelebor und die Seinen sind leicht zu manipulierende Dummköpfe. Seht mir in die Augen, Serana. Sagt mir, was ich bin. Ihr seid ein Vampir? Aber Auriel hätte euch beschützen sollen. In dem Moment, in dem ich einer meiner eigenen Initiaten infizierte, wandte mir Auriel den Rücken zu. Ich schwor, mich zu rächen, koste es, was es wolle. Ihr wollt euch an einem Gott rächen? Auriel selbst mag für mich unerreichbar gewesen sein. Sein Einfluss auf unsere Welt war es aber nicht. Ich brauchte lediglich das Blut eines Vampirs und Auriels eigene Waffe. Seinen Bogen. Das Blut eines Vampirs. Auriels Bogen. Das wart ihr? Ihr habt die Prophezeiung erschaffen? Eine Prophezeiung, der eine einzige, eine letzte Zutat fehlte. Das Blut eines reinblütigen Vampirs. Das Blut einer Tochter von Kalthafen. Ihr habt die ganze Zeit gewartet, bis jemand mit meinem Blut kommen würde. Nun, zu dumm für euch, denn ich plane es zu behalten. Mal sehen, wie viel Blut durch eure Adern fließt. Was sind das für Tricks? Willst du? Soll ich? Oh, ja. Ein guter Tag für euch. Der stirbt gar nicht so leicht. Wo ist er? Ja. Und schon wieder umgefallen. Ja, Paralyse ist scheiße, ne? Was hat er denn hier alles so Schönes? Falmer Brustpanzer. Krone. Ist in Ordnung. Na, Flamdina? Du hast immer noch Spaß, ne? Ah. Herrlichst. Und tschüss. Der war ja federleicht. Hallo. Also wurde getan, was getan werden musste. Richtig, ich musste den da runterwerfen. Die Herstellung dieses Wegschreins bedeutet, dass Virtor tot sein muss. Und dass die Betrogenen ihn nicht länger kontrollieren. Die Betrogenen trifft keine Schuld. Was? Wovon redet ihr da? Er war ein Vampir. Er hat sie kontrolliert. Ein Vampir? Mhm. Ich verstehe. Das würde einiges erklären. Tief in meinem Innern stimmt es mich froh, dass die Betrogenen keine Schuld dafür trifft, was hier geschehen ist. Warum? Denn das bedeutet, dass es noch Hoffnung gibt, dass sie eines Tages ihren Hass überwinden und wieder lernen, an Auriel zu glauben. Ja. Es ist lange her, dass ich mich so gefühlt habe. Und es war schon seit langem fällig. Dafür gebührt euch beiden mein Dank. Gern geschehen. Ihr habt alles riskiert, um Auriels Bogen zu erhalten und im Gegenzug den Dom wiederhergestellt. Ich kenne keinen Sieger, der sich ihn mehr verdient hätte als ihr. Wenn ihr mehr über den Bogen lernen oder sonnengeweihte Pfeile dafür braucht, wäre es mir eine Freude, euch zu helfen. Fragt mich einfach. Gut. So, da ist er. Auriels Bogen. Sieht aus wie ein Elfenbogen, ne? Nur in weiß. Zack. So. Es ist schön, wieder mit euch zu sprechen. Was wird jetzt mit euch geschehen? Selbst ohne Virtur und nach der Zerstörung des Allerheiligsten
diene ich weiter als Ritter Paladin von Auriel. Ich habe geschworen, dieses Tal und alles, für das es steht, bis zu meinem Tod zu beschützen. Ja, schön. Leb wohl, mein Freund. Möge ja, auch, wenn ich euch irgendwie helfen kann, so sprecht. Was passiert jetzt? Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Ja, deswegen. Ich habe ein paar Fragen noch. Was passiert jetzt mit dem Dom? Es würde mich zwar mit großer Freude erfüllen, den Dom wieder in alter Pracht zu sehen. Aber ich weiß, dass es dafür viel zu spät ist. Nun, da mein Bruder tot ist, bin ich sehr wahrscheinlich der Letzte unserer Rasse. Mhm. Ich habe also zu eurer Ausrottung beigetragen? Es gibt keinen Grund, so etwas zu sagen. Ich sagte, es wäre möglich. Es ist genauso gut möglich, dass es anderswo auf Nörn noch weitere abgeschiedene Konklaven der Schneeelfen gibt. Außerdem würde ich annehmen, dass Virtur euch vermutlich keine andere Wahl gelassen hat. Nee, hat er wirklich nicht. Was werdet ihr als nächstes tun? Ich werde erst einmal hierbleiben und Wache halten. Ich will weiterhin versuchen, das Allerheiligste frei von Betrogenen zu halten. Hm. Natürlich seid ihr hier jederzeit willkommen. Danke dir. Was könnt ihr mir über Auriels Bogen erzählen? Auriel selbst soll den Bogen in längst vergangenen mystischen Zeiten in der Schlacht gegen die Streitkräfte Lorkans geführt haben. Es gibt in ganz Tamriel kein anderes mit solcher Handwerkskunst gefertigtes Stück. Vielleicht nicht einmal über Tamriels Grenzen hinaus. Was kann man damit machen? Der Bogen bezieht seine Kraft aus Aetherius selbst und bündelt sie durch die Sonne. Wenn man mit dem Bogen einen Pfeil abfeuert, entsteht ein magischer Effekt, der einer Verbrennung durch Feuer sehr ähnlich ist. Das klingt beeindruckend. Tatsächlich ist es nur ein Bruchteil seines vollen Potenzials. Mit sonnengeheiligten Pfeilen werdet ihr in der Lage, einen noch spektakuläreren Effekt zu erzeugen. Aha. Explosionen des Sonnenlichts, die eure Feinde einhüllen. Mit diesen Sonnenlichtexplosionen könnt ihr jedem Widersacher zusetzen. Ganz besonders aber den Untoten. Virtur erwähnte etwas über die Verwendung von Blut. Nun, den Bogen in Blut einzutauchen, würde womöglich seine Funktionsweise verändern. Seinen eigentlichen Zweck verfremden. Man müsste schon ziemlich töricht sein, das zu versuchen. Oh, ich bin töricht. Kann ein Betrogener jemals geheilt werden? Mein Herz ist voller Mitleid für die Betrogenen. Ganz gleich, wie meine Handlungen gegen sie aussehen mögen. Aber ich fürchte, dass sie jetzt nicht mehr geheilt werden können. Warum? Sie wurden nicht über Nacht zu den verderbten Gestalten, die ihr gesehen habt. Es ist auch keine Seuche oder Krankheit, an der unsere Rasse leidet. Die Zwerge mögen ihnen das Augenlicht gestohlen haben. Doch es dauerte viele Generationen, bis sie sich in das verwandelt haben, was sie heute sind. Dann gibt es keine Hoffnung für sie? Vielleicht werden sie nie mehr zu ihrem früheren Aussehen zurückfinden. Aber im Laufe der Jahrhunderte habe ich bemerkt, dass ihre Intelligenz gestiegen ist. Mhm. Wenn wir mit ihnen kommunizieren könnten, könnten sie vielleicht Frieden finden. Das ist der einzige Weg für sie herauszufinden, dass sie nicht immer bösartig waren. Okay. Dass sie einst eine stolze und wohlhabende Rasse waren. Wie kann ich sonnengeweihte Pfeile bekommen? Dabei kann ich euch sogar behilflich sein. Wenn ihr mir ein paar Elfenpfeile von guter Qualität bringt, kann ich sie mit den entsprechenden Beschwörungen und Ritualen segnen. Könnt ihr sonnengeweihte Pfeile herstellen? Auf jeden Fall. Mehr als 20 auf einmal können es aber nicht sein. Also gebt mir Bescheid, wenn ich auch noch den Rest eurer Pfeile segnen soll. Alles klar. Schön. Lebt wohl, mein Freund. Möge Auriels Licht euch in... Dann wollen wir doch mal sehen. Waffen, Auriels Bogen. Und sonnengeweihte Elfenpfeile. Ich hatte ihn mir prächtiger vorgestellt. Hast du das? Trotzdem, er ist schön. Wo ist denn die Kacksonne?
Ich hatte ihn mir prächtiger vorgestellt. Trotzdem, er ist schön. Bam! Das ist natürlich für mich als Vampir jetzt nicht so schön. Geht. Ich hatte ihn mir Serana. Prächtiger vorgestellt. Was machen wir denn jetzt? Er ist schön. Ja, was machen wir denn jetzt? Nun, bevor wir mit meiner Mutter im Seelengrab gesprochen hatten, hätte ich gesagt, wir bringen den Bogen zu meinem Vater. Aber nach allem, was sie erzählt hat, ich glaube nicht, dass wir ihm vertrauen können. Denke ich auch nicht. Dann dann töten wir ihn, bevor er uns tötet. Ich zermartere mir den Kopf auf der Suche nach einem Ausweg, doch er wird sich gegen uns stellen, sobald er die Gelegenheit dazu hat. Nein. Er muss sterben. Wir haben keine andere Wahl. Ja, ja. Dann lasst uns ihm gemeinsam gegenübertreten. Danke. Irgendwie wusste ich, dass ihr das verstehen würdet. Ja? Virto hat etwas über Vampirblut und den Bogen gesagt. Das klingt, als sei es der letzte Teil der Prophezeiung. Das Blut einer Tochter von Kaltehafen kann den Bogen verderben. Kann ich dann euer Blut verwenden? Sicher. Doch besitzt ihr Pfeile? Es müssten auch Elfenpfeile sein, damit es funktioniert. Ja, selbstverständlich. Ich würde gerne ein paar Pfeile mit eurem Blut behandeln. Bringen wir es einfach hinter uns. Ja. Zack, danke dir. Sind wir bereit, das hier zu tun? Ich glaube nicht, dass man jemals darauf vorbereitet sein kann, einen Elternteil zu töten. Ich gebe mein Bestes, ihn nicht mehr als meinen Vater zu sehen. Sagt mir, wenn ihr etwas braucht. Wir haben jetzt schon genug Sorgen. Konzentriert euch auf unsere Aufgabe. Ich mache mir meine eigenen Gedanken. Alles klar. Gut. So. Und damit bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, beim nächsten Mal werden wir nochmal die drei letzten Glanzstücke da in das Portal einlegen. Und ja, die letzten Sachen hier rausholen. Ne? Ich bedanke mich fürs Zusehen und ich wünsche euch was.